Meine lieben Freunde, die Bücheronkel-Quickies kommen gut an. Aber es gibt auch einige, die gern längere Vollfolgen haben wollen. Diesem Wunsch möchte ich heute nachkommen. Daher eine längere Vorrede und auch etwas Licht auf den Truther, der uns die heutige, vollkommen vernünftige Wahrheit beschert hat. Bernd Freitag betreibt die Seite fallwelt.de. Übrigens mit einem abmahnfähigen Impressum, aber das nur nebenbei. In diesem Webauftritt findet man ein buntes Sammelsurium aus Truther-Quatsch, Science-Fiction-Ideen und unterdrückten Wahrheiten aus den Fieberträumen kranker Hirne. Ich habe Bernd Freitag lange Zeit für einen harmlosen Spinner gehalten, einen Klasse 4 vollbeweglichen Stinkephantasmus, der niemanden wirklich wehtut. Bis ich seine Abteilung Geschichtslügen fand und da wurde mir schlecht. Denn Bernd Freitag ist ein Holocaustleugner mit rechtsoffener Geisteshaltung, inklusive Ablehnung der BRD, der Demokratie und unseres Rechtsstaates. Damit mir jetzt nicht wieder vorgeworfen wird, ich würde die Nazi-Keule rausholen, zitiere ich jetzt einfach mal Bernd Freitag im Originalton. Zitat: Nur am Rande erwähnt, die Juden sollen ja zuhauf in die Gaskammern geschickt und dann verbrannt worden sein. So zumindest haben es die Historiker, unter anderem auch die Knopp-Dokus, uns immer wieder vor Augen geführt. Doch es gibt da ein Problem. Wie hätte man die Millionen Juden in der besagten Zeit in den wenigen Krematorien verbrennen können, selbst wenn man sie in einer 24-Stunden-Schicht betrieben hätte? Rechnet, vergleicht man die angeblichen Faktenzahlen nach, dann ergibt sich eine deutliche Diskrepanz. Eine weitere Sache ist das mit den Bevölkerungszahlen. Ich bin weit davon entfernt, wirklich kompetent zu sein, um beurteilen zu können, ob besagte Dokumente, die es angeblich gibt, stimmen oder richtig interpretiert werden. Denn nach dem Zweiten Weltkrieg soll es mehr Juden als davor gegeben haben. Das wäre natürlich nicht möglich gewesen, wenn 6 Millionen Juden, auf diese Zahl hat man sich geeinigt, unter Nazi-Deutschland gestorben wären. Gemäß dem Weltalmanach gab es 1933 15.315.359 Juden. 15 Jahre später, 1948, waren es 15.753.638. Schon komisch. Zitat Ende. Den Juden ging es also in Nazi-Deutschland so gut, dass sie sich sogar vermehrt haben? Also kein Kommentar außer Vielleicht überlegen es sich jetzt mal die Geschichtsrevisionisten und Kryptonazis wie der Hentai-Freak Major Eagle, wem sie mit ihren Apologeten-Videos nützen. So zwischen dem letzten anspruchslosen Ballerspiel und der nächsten Bukake-Orgie im Land der aufgehenden Gummipuppen. Doch zurück zum Thema. Auf den Seiten von Bernd Freitag tummeln sich viele Außerirdische. So viele und so unterschiedliche, dass sich ihre Geschichten und Motive teilweise haarsträubend widersprechen. Das scheint Herrn Freitag aber nicht zu kümmern. Mal wird nämlich behauptet, die Außerirdischen wären innerirdisch und geben gefangenen Menschen Leder zum Kauen. Das behauptet er wirklich. Mal kommen sie in Würfelraumschiffen, mal warpen sie sich in kilometerlangen Generationenschiffen in den Erdorbit. Sie schießen Space Shuttles und Raketen ab, verhindern mindestens 2 Atomkriege und machen noch viele andere tolle Sachen. Alles gemäß der Truther-Logik kann doch sein, beweist doch erstmal das Gegenteil. Ja. Nun kommt ein W. Mark Graf ins Spiel. Dieser Mann behauptet, von einer Außerirdischen kontaktiert worden zu sein, die in einem natürlich unsichtbaren Superraumschiff über der Erde schwebt. Deren Geschichte erzählt er nun. In typischer Truther-Manie
sagt W. Markgraf, alles sei absolut wahr. Zitat, dies alles entspringt nicht meiner Fantasie, sondern es handelt sich um Ereignisse, welche ich persönlich erlebt habe und die zum Teil auch noch bis vor kurzer Zeit geschehen sind. Zitat Ende. Und wie schreiben mir die Truther immer, informier dich doch mal, denke selbst, glaube nicht dem Mainstream-versifften Bill Gates-Illuminaten der Manipulationsmedien, du Schlafschaf in der Matrix der satanischen Reptiloiden-Elite. Du bist den Fake News der negativen KI-Wesenheiten der dunklen Urquelle aufgesessen. Ja, Zitat Ende. Tja. Dann mal los, ihr Truther. Lasst mich eure interessante alternative Wahrheit hören. Mein Name ist Kanel Ubamus. Kanel bedeutet Hoffnung. Ja, und Ubamus bedeutet, ich habe mir den Kopf gestoßen. Ubamus! 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 Ich bin 28 Jahre alt und Tochter von Mutter. Mutter Suis und Vater Xammel. Mutter Suis und Vater Xammel. Ja. Ich bin das zweite Kind. Mein großer Bruder Rikas. Rakas. Mein Gott, was für eine Familie. Mein großer Bruder Rakas ist 10 Jahre älter als ich. Ich arbeite gern mit Menschen. Und bin neuen Dingen aufgeschlossen gegenüber. Meine Hobbys sind Freunde, Chillen, Mediamarkt, Saturn, Promarkt, Call of Duty. Mein Heimatplanet befindet sich 2000 Lichtjahre von hier entfernt. Er ist ein doppelter Planet, der Erde ähnlich. Was bitte ist ein doppelter Planet? Meint der Hirni, der das verfasst hat, vielleicht ein binäres System, also zwei Sonnen, oder wirklich ein System aus zwei Planeten, die aufgrund ihrer räumlichen Nähe gravitativ aneinander gebunden sind und sich nach den Keplerschen Gesetzen auf Umlaufbahnen um einen gemeinsamen Schwerpunkt bewegen? Wahrscheinlich sind die da einfach nur alle besoffen und sehen alles doppelt. Ist mir auch egal. Ich kenne meine Heimat nicht, weil ich auf diesem Schiff geboren wurde, so wie alle anderen 7000 hier, und das bereits seit 52 Generationen. Die Beth Kunters ist das zweite Schiff, welches unser Volk aussandte. Vor vielen tausend Jahren, als unser Raum befriedet wurde und alle sich der Schöpfung besannen, was ca. 250.000 Jahre zurückliegt, sandten wir die Alefters auf ihre Fahrt. Mein Volk hat nie eine Nachricht erhalten, wo die Alefters verblieben ist. Vielleicht deshalb, weil sie von einem Laien zusammengekloppt wurde, der als einzige Qualifikation 50 Stunden Kerbal Space Programm gespielt hat. Verrückt. Wir sind schon mehr als 8000 Jahre im Raum, auf der Suche nach einer neuen Heimat. Ob unser Volk noch weiß, dass es uns gibt? Wartet es sehnsüchtig auf eine Antwort auf uns? Selbst wenn unser Volk auf unseren Erfolg vorbereitet ist, braucht es im günstigsten Fall noch 10.000 Jahre, um hierher zu reisen. Wird die Zeit reichen? Wer wird dann kommen? Hat sich in den letzten 18.000 Jahren unsere Rasse sehr verändert? Ich weiß, ich werde es nie erfahren, aber ich bin stolz darauf, dies für mein Volk zu tun und dazu beizutragen, dass es uns noch lange Zeit geben wird. Ja, schließlich kann man ja nicht ewig ohne Telefondesinfizierer, Friseuse und Werbefachmänner auskommen. Und nun brennt endlich die Bäume ab, damit wir keine Inflation mehr haben. Zu lange her für diesen Gag? Auf unserer Suche sind wir vielen anderen Rassen begegnet, uns Bekannten und Unbekannten.
Einige waren uns wohlgesonnen, anderen blieben wir lieber fern. Wir sind ein friedliches Volk, aber wir wissen uns zu wehren. Ich hinterlasse meine Geschichte nicht, um den Menschen etwas zu beweisen, sondern um mitzuteilen, dass ihr Menschen nicht die Alleinigen der Schöpfung seid. Also behandelt bitte mich und mein Volk mit Respekt und in Ehren, auch wenn es uns eines Tages nicht mehr geben sollte und nur noch Hinterlassenschaften zu euch sprechen. Wir waren bei euch, wir sind bei euch und werden es immer sein. Ja, also genau wie die Kakerlaken, die Herpesviren und das klebrige Zeug auf den Badezimmermatten, dass man einfach nicht los wird. Also vielen Dank. Aber unser Weltallmädchen kann nicht nur nett sein. Sie kann auch ganz harte Drohungen ausstoßen. Also eine kosmische Greta Thunberg sozusagen. Wir haben auch die Möglichkeit, Geschosse in euren Atlantik und in den Pazifik zu schießen und weltweit Wellen zu erzeugen von 80 und 100 Metern Höhe, die schneller als der Schall auf eure Küsten zu rasen. Ich soll ja die Hitlerstimme nicht mehr machen, haben einige Kommentatoren geschrieben. Also es passte hier nur so gut. Was denkst du? Wie viele Menschen in den großen Städten an den Küsten das überleben würden? Wie viele Menschen? Mindestens 40% der Menschen würden dabei sterben. Wo wird dann der Verlauf der neuen Küste sein? Was würde geschehen, wenn wir euch mit Strahlung beschießen, die sämtliche Elektrizität neutralisiert und nichts geht mehr? Oder wenn wir Sprengkörper schicken, die riesige Masse, die riesige Massen an Erde nach oben werfen, die dann als Feuerregen auf euch niederfallen? Der Boden würde sich auf über 200 Grad erhitzen und die entstehende Asche über Monate und Jahre die Sonne verdunkeln. Dies würden die Menschheit und die Tierwelt nicht lange überstehen. Wie würde danach eure Zukunft aussehen? Viele Tier- und Pflanzenarten, auch Bäume und ganze Wälder würden aussterben und vieles müsste neu entstehen. Aber solche Katastrophen geschehen immer im Universum. Da braucht man nicht nachzuhelfen. Extrem problematisch wäre es, wenn man versucht, das Gleichgewicht zwischen Materie und Antimaterie zu verändern. Alles, was ist, ist das Ergebnis eines Teilchens Antimaterie von einer Milliarde zu einer Milliarde plus ein Teilchen Materie. Versucht euch besser nicht daran, es könnte euch selbst schaden, bevor ihr uns schadet. Ja, und nach diesem kleinen Tourette-Anfall des Größenwahns kommt Autor Mark Graf endlich zur Sache. Ich möchte an dieser Stelle darauf hinweisen, dass ich hier massiv zusammenkürze. Das Original ist sterbenslangweilig, ermüdend, ausschweifend und so schlecht geschrieben, dass ich mir schon Omnek Onek zurückwünsche. Und das will was heißen. Und noch einmal zur Erinnerung, W. Mark Graf und Bernd Freitag behaupten, beide, dass es sich hier nicht um Fiktion, sondern um Wahrheit handelt und sie bestehen darauf. Dies wird mehrfach betont. Gemäß vielen Truther-Kommentaren unter meinen Videos, zum Beispiel von den Truthern Silent Death, Basti Litt und A. Limp, haben wir die Geschichte von Kanell, der außerirdischen Knalltüte, als Zitat interessante Alternative zum Mainstream, Zitat Ende, zu sehen, die uns, neues Zitat, die Augen für eine andere Realität, Zitat Ende, öffnet. Und wenn Sie das nicht verstehen, dann verstehen Sie eben nicht die Komplexität des Themas. So die Belehrung von Trotteltruther Basti Litt an mich in einem Kommentar. Neue Freunde oder die Feier. Januar 2016. Ich öffnete meine Augen und befand mich in einem Bereich, von dem ich vermutete, dass es Kanells sein müsste. Jedenfalls sah er so aus. Eine verriegelte Tür, gepolsterte Wände, gedämpftes Licht und nirgendwo etwas, gegen das ich meinen Kopf knallen könnte. Ich hörte ein hastiges »Hallo, mach schnell, wir haben keine Zeit«,
Ich war noch nicht richtig wach und musste erst einmal zu mir kommen. Dann schaute ich mich um und sah in Carnells lächelndes Gesicht. An dieser Stelle zeige ich mal eine Zeichnung der holden Carnell, die offensichtlich weiblich ist. Und was für ein Riesenzufall, die gleiche Evolution, wie wir Menschen, durchgemacht zu haben scheint. Ich: Hallo, das ist ja eine Überraschung. Weshalb bist du so in Eile? Gibt es etwas Besonderes? Carnell: Komm, zieh das an, wir haben keine Zeit mehr. Sie legte mir so etwas wie einen hellgrauen Overall und ein paar Schuhe auf den Tisch und bedeutete mir nochmal, mich zu beeilen. Deshalb zog ich mich schnell an. Währenddessen fragte ich Carnell: Warum soll ich das anziehen? Carnell: Wo kommst du jetzt her und was hast du gemacht? Ich: Nun, ich habe im Bett gelegen und geschlafen. Carnell: Ja, ja, aber warum liegt hier überhaupt Stroh? Ich: Und warum hast du eine Maske auf? Carnell: Ist doch egal, lass uns feiern. Okay, der letzte Absatz war jetzt von mir, aber sonst steht das da so. Ich überlegte kurz und merkte, Carnell hatte recht. Wie sollte es auch anders sein? Der Overall war sehr leicht und trug sich sehr angenehm. Er fühlte sich wie Seide auf der Haut an, war aber viel robuster. Carnell nahm mich an die Hand und zog mich hinter sie her. Ja, und an dieser Stelle überspringe ich mal die Einleitung zu einem schlechten Softporno. Die außerirdische Tante schleppt unseren Helden zu einer Art kosmischen Bar Mitzwa oder sowas. Wieso? Ja, dann hören Sie mal weiter. Carnell strebte auf der rechten Seite die dritte Reihe an. Dort befanden sich direkt am Gang, wie für uns reserviert, zwei freie Plätze. In der ersten Reihe auf beiden Seiten saßen Kinder zwischen 10 und 13 Jahre alt und in der zweiten Reihe 14 bis 17 Jahre alte Jugendliche. Alle waren weiß gekleidet und ein Kopfschmuck bedeckte ihre Stirn. Niemand redete oder störte diesen Moment. Alle saßen auf ihren Sitzen in Erwartung dessen, was da kommen sollte. Ich befand mich niemals vorher in einer vergleichbaren Situation. Sorgen und Bedenken lösten sich auf. Ich fühlte mich total zufrieden, denn die Pillen fingen an zu wirken. Die Musik erklang nun etwas lauter. Die Bühne, etwa 1,50 Meter hoch, wurde von total rotem und blauem, hellen Licht beleuchtet. An der rechten Seite öffnete sich ein Vorhang. Alles verfiel in totale Stille. Kein Atmen, kein Luftzug war zu hören, kein Geräusch störte. Als erstes traten drei Personen heraus, die senkrecht vor sich einen Stab hielten. Einen Stab hielten. Dieselben Stäbe sahen aus wie gut gestaltete und geformte 1 Meter lange und mit Rundungen verzierte Fackelhalter. Jeder Stab trug am oberen Ende eine Kugel, eine blaue, eine grüne und eine weiße. Nun betraten zwei weitere Personen den Raum. Jede hielt etwas wie ein Buch in den Händen. Diese Bücher waren goldfarben und funkelten. Anschließend traten drei ältere, stattliche Männer hervor, zuerst einer und zwei, die folgten. Sie trugen ebenfalls weiße Gewänder, bestickt mit viel Silber und Gold. Insgesamt folgten 15 Frauen und Männer, die ihre Hände vor sich hielten und einen Summton vor sich gaben. Ja. Ich will nicht darauf eingehen, dass Stäbe mit Kugeln in der Literatur als Phallus-Symbol gelten. Aber wahrscheinlich halte ich den Autor für viel zu intelligent, als so etwas einzubauen. Aber finden Sie nicht auch, dass sich funkelnde Bücher, summende Leute, rotes und blaues Licht nach einem ganz schön heftigen Drogentrip anhören? Ich kürze jetzt mal einen zutiefst langweiligen Abschnitt, in welchem auf sehr bräsige und gestelzte Weise die Bekanntschaft mit einem kleinen Mädchen erzählt wird. Carnell: Da
Das ist Dahlia. Das bedeutet in etwa Blume. Dahlia ist eine der Jüngsten hier bei uns. Sie will alles wissen und ist stets sehr interessiert an allem Neuen. Wenn du etwas Neues wissen willst, dann frage Dahlia. Sie lächelte. Dahlia kennt immer unsere neuesten Nachrichten. Sie rennt überall herum und sammelt Informationen. Sie ist sozusagen unser Informationssystem. Mein Gott, gehen Ihnen nicht auch diese ständigen Wiederholungen tierisch auf den Geist? Also gut, den Namen Dahlia gibt es auch bei uns auf der Erde und er bedeutet so etwas wie schlank. Es ist natürlich ein unglaublicher Zufall, dass Deutsch und Althorigelianisch exakt die gleichen Sprachen sind. Dahlia lauschte unserem Gespräch und lächelte nur, weil sie kein Wort davon verstand. Und da sind wir ja schon zwei. Dann sagte Kanell etwas zu der Kleinen und diese reagierte sofort. Sie sah so aus, als ob sie sich freute. Sie hüpfte und ging dann links auf eine Art Theke zu. Sie versteckte sich für einige Zeit dahinter und klirrte mit Geschirr herum. Dann kam sie zu unserem Tisch zurück und hielt ein Tablett mit drei Gläsern und einer Karaffe in ihrer Hand. Dahlia stellte das Tablett auf den Tisch ab und gab uns eines der Gläser. Anschließend ging sie zurück auf ihren Platz, beugte sich nach vorn über den Tisch und goss aus der Karaffe Wasser in ein Glas. Dann nahm sie eine kleine flache Schachtel vom Tablett, öffnete sie und stellte sie auch auf den Tisch. Die Schachtel hatte mehrere Fächer und in jedem Fach befanden sich farblich sortiert kleine runde Pillen. Circa 3 mm groß. Das ist nicht von mir. Das ist nicht von mir. Das steht tatsächlich hier drin. Die nehmen jetzt wirklich bunte Pillen in diesem Raumschiff. Es ist eine absolut wahre und nicht erfundene Truther-Geschichte. Dahlia hatte dir erzählt, dass die weißen Pillen dafür sorgen, dass das Wasser sprudelt. Und alle anderen Farben erzeugen einen bestimmten Geschmack. Sie mag die gelben und roten am liebsten und du musst sie unbedingt probieren. Ja, sie schmelzen im Hirn und nicht auf der Hand. Anschließend hast du Visionen von Außerirdischen, die nichts Besseres zu tun haben, als dich zu einer öden Familienfeier einzuladen, während ein ADHS-Balg dir Drohungen gibt. Sagt mal, ihr Infokrieger, fällt euch nun wirklich nichts Besseres ein? Ja? Und noch einmal sei an die Kommentatoren Basti Litt und Silent Death und all die anderen Truther-Dösköpfe erinnert. Außerirdische, die Summtöne von sich geben und einen debilen Kindergeburtstag im Orbit zelebrieren, sind für euch also interessante alternative Sichtweisen einer anderen Realität? Ja? Solche Visionen hat man also, wenn man selber denkt und sich informiert? Und wenn ich diese Geschichte anzweifle, habe ich bloß die Komplexität des Geschehens nicht begriffen? Ja? Nee. Ist klar. Ich danke herzlich für unser Gespräch. Während der Erklärung beobachtete Dahlia uns und hörte zu. Unterm Tisch zappelten ihre Beinchen, die noch nicht bis zum Boden reichten, von vorn nach hinten und gleichzeitig von rechts nach links. Kanell amüsierte sich und meinte, »Mein Freund, du hast soeben eine Erfahrung gemacht. Wenn du etwas streichelst, wirst du es nicht mehr los.« Und die Frage, wie man aus Wasser Wein macht, ist soeben auch beantwortet worden. Wenn du etwas streichelst, wirst du es nicht mehr los. Die unendliche Weisheit einer Außerirdischen. Jetzt muss Ludwig Wittgenstein aber Schiss haben, oder was? Ich gab eine der weißen Pillen in das Glas, das eigentlich kein Glas, sondern eher Kunststoff war, und es sprudelte. Dann nahm ich eine der gelben und das Getränk sah aus wie Orangenbrause. Oder Yeti-Pipi. Ich kostete erst vorsichtig, um zu sehen, wie es schmeckte und war begeistert. Es schmeckte wie 70% Orange, 10% Zitrone, 10% Grapefruit und 10% Mango. Wirklich sehr lecker. Als Dahlia sah, dass es mir schmeckte, strahlte sie wieder übers ganze Gesicht und zeigte gleich auf die roten Pillen. Aber Kanell sagte ihr dann, dass ich sie beim nächsten Mal probieren würde. Ja, soweit also die kosmische Geschichte des Herrn Markgraf. Wie gesagt, war meine Lesung massiv gekürzt. Seien Sie mir bitte dankbar. Es gibt auf fallwelt.de noch viel mehr von diesem Mist,
Aber alles ist so extrem langweilig, dass ich schon Probleme hatte, diesen Ausschnitt aufzubereiten. Was mich jedoch fasziniert ist, dass der Autor das Weltraumthema so unfassbar trivial und nichtssagend machen kann. So, als würde man Luke Skywalker beim Ausfüllen der Steuererklärung zusehen. Ich hoffe, Sie hatten trotzdem ein bisschen Spaß und verzeihen mir die kleinen Austritte gegen meine Truther-Freunde in den Kommentaren. Bis zum nächsten Mal.